Hier ist ein Stück Papier was. Liegt auf dem Boden. Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht ja, aber die hätten nur einen Schuh, ne? Huh. Hat, ich meine, die hätten Schuhe angehabt. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Der Mann ist auch viel zu laut als die Frau. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein Krankenspiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Wie aber, die Echtzeit mit dem, also so echte Charaktere gezeigt werden. Wir haben eine Seite im Wald. Dieser Alan Wake-Typ, dieser eine Typ da. Dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Also wir zur Leiche. So. Wir werden bestimmt auch noch gleich mit Pistole schießen müssen. Ich habe es. Achso. Okay. Und er hat sich die Farbe. Vorspiel. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Warte mal, wir haben noch was. Der Mörder? Ich? Okay. Keine Ahnung, dass hier hinkommt. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Okay. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Casey, ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Gut. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Oh. Einfach den Hügel hoch. Warum kommt er nicht mit?
zur Abkürzung. Danke. Okay, ist das hier? Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich verfolge den. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Ich verfolge ihn einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich schon war und wo ich schon nicht war. Sieht ja alles hier gleich aus. Also. Oh, ist hier eine Kampfposition? Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Okay. Die gemütliche Hütte. Hier kann man ausweichen. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Was ist hier? Für ein Elektrohaus. Nur ein Tree. Hier kann hoch. Hier oben ist noch was. Eine Lunchbox. Oha. Wer lässt die hier rumliegen? Nice. Wir sitzen alle im selben Boot. Na dann. Weiter geht's. Man hätte vielleicht noch einen finden können, aber ich denke mal. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Was ist das? Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Achso. Der hätte jetzt noch einen Schlüssel gebraucht. Scheiße! Ja, wo lang? Okay, der geht da lang. Ich guck mal hier lang. Ich möchte mich kurz umsehen. Sie wissen ja, wo ich bin. Ach, da sind wir. Okay. Wir sind hier am Anfang. Alles klar. Es war nur eine Abkürzung. Okay, alles klar. Ich fand ja auch Abkürzung. Ich bin wieder hohl wie eine Birne. Okay, man sieht also ja alles gleich aus hier. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Mit dem Auto? Okay. So. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Welcome to Bright Falls. Okay. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Sieht interessant aus hier. Ist halt auch kein Open World hier, ne? Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Was macht der? Safies? Okay. Ich sehe mir kurz was an. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Okay. Der ist von der mal besessen. Für die NPCs hier. Hier ist Billy's Boats Yard. Brauch einen Bolzenschneider. Viel später, okay. Dann wisst ihr Bescheid. Also sieht echt schön aus, ne? Das Spiel. Klar, die Leute hier sind ein bisschen koscher. Ja, aber nicht alle. Der gerade war ein bisschen koscher. Der mit dem Selfie. Da ist auch eine Kette. Müssen wir ein bisschen auch irgendwas machen später. Gucken uns erstmal hier um, ne? Ist ja klar, man kommt rein und dann muss man erstmal sich schon ein bisschen zurechtfinden. Hallo, wie geht es Ihnen? Das ist ja auch freundlich. Wir sagen schon, warum wir nicht Zeug antworten, aber okay. Was ist hier? So müde. Los, noch ein paar Tage.
Okay. Okay. Bloß noch ein paar Tage. Okay. Schön, Sie zu sehen. Okay. Guten Tag. Was sind das für NPCs hier? Die Streifen sind aber cool gemacht. Bisschen creepy, die Stadt. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ja, aber was? Ruhe in Frieden. Warum geht die zu jedem Hirsch und sagt Ruhe in Frieden? Sehr weird. Die Frau ist auch sehr weird. Ach! Nee, das ist nicht unsere. Das sieht aus wie unsere Gedenkraum. Ist das hier? Oder? Ich verstehe es nicht. Da komme ich nicht durch. Für später. Sage ich. Wäre nicht das einzige Mal hier sein. Oh, pass auf. Cooles Gluckern. Sah man ja auch. Ist hier was? Flooded. Ah. Okay, ist ein bisschen. Der Pegel ist ein bisschen hoch, ha? So, da bin ich wieder. Ich will zu den Dosen. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Okay. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. So viel steht fest. Man kann nie genug Kaffee haben. Okay. Dieser reiche, bittersüße Nektar. Hol dir einen in Coffee World. Hol ihn dir so schnell du kannst. Meine Güte, Charlie. Bierfest oder Dierfest. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... ich meine, unser Festwagen das Highlight des diesjährigen Hirschfests. Naja, der säuft ja fast ab, ne? Nur noch ein paar Tage. Ein wirklich hübscher Festwagen. Das ist mein erstes Hirschfest. Ich weiß also nicht... Hirschfest. Bessere Unterhaltung gibt es in der Stadt einfach nicht. Das ist der schönste Tag des Jahres. Lass mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass Sie hier sind. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ich gehe einfach. Junge, was ist das für eine Riesenstadt? So, ich hier mal umschauen darf. Vielleicht sagt er bestimmt hier, komme zurück. Drehen. Warum drehen? Tools und Hardware. Deutscher Name drehen. Das hat mich hier. Kann ich glaube ich nicht lang. Nee. Das ist der falsche Weg. Ja. Ein schöner Tag, um draußen zu arbeiten. Ich beneide draußen. Die Leute nicht, die im Büro sitzen. Hier geht's nicht weiter. Hier gibt es immer Action. Ja, mal Bank of Bright Falls. Unternehmen einfach verlasst das Haus. Hey. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Wenn da Einbrecher sind, können die direkt zur Bank gehen. Nee, Mann. Ah, ich glaube, da geht's auch nicht. Ja. Das ist der falsche Weg. Ich wollte gerade auch umdrehen. Ich muss zurück zu meinem Fall. Ah, und hier ist Sheriff's Department. Komm ich da rein? So eine Karte. Oh. Natürlich. Kein Schlüssel für den Sheriff bedarfen. Ist klar. Und? Darum kommen wir schon nicht lang. Geheimnisvolles Geschäft. Wir haben dich beim Quizabend vermisst. Ach ja? Wie sehr denn?
Hör auf, der Frage auszuweichen, Mark. Mark? Okay. Ich muss hier durch, jetzt hätte ich Angst, ob jemand abgeschlachtet wird. Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Das erinnert mich auch ein bisschen an Life is Strange, ne? War das. Komm ich auch nicht rein, ne? Irgendwelche interessanten Gäste? Nichts. Aber irgendwer hat eine ekelhafte Überraschung unter dem Bett zurückgelassen. Ist schon cool gemacht hier alles. Schöne Stadt. Klar wäre geiler, wenn die Häuser begehbar wären, außer das eine waren ja alle nicht begehbar. Bisher. Vielleicht kommt es hier noch. Mit und mit. Guten Tag. Na komm, dann gehen wir mal hier rein. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Ja, ja. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Danke für den Kaffee, ne? Ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein. Hey, nein, ich kann mir nicht da vorstellen, oder? Dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Das sind ja alle Schauspieler, beruhigen sich, ne? Gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Aber wie nennt man das nochmal? Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Aber so teilweise gleiche Gesichter. Mir ist immer noch flau im Magen. Ist kaputt. Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Wie das hier halt auch. Wie geil ist das bitte mit dem Sound? Wie brauche ich meine Tasche? Aber es ist fast nicht hier. Die tun mir wirklich leid. Aber streiche die, das ist sehr cringe. Wenn du tote Tiere streichelst, das ist sehr cringe. Und dann sagst du auch nur dabei, das tut mir sehr leid. Okay. Dann lass mal die Finger von. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Mist. Oh, die Toilette. Ganz schön dunkel das Spiel, ne? Oh, hier ist alles zu. Das Gemeinschaftstoilette haben die sogar. Gucken wir mal, was soll hier. Hier überhaupt jemanden? Ich muss nicht weiter hier oben. Hier ist geschlossener Fischrestaurant. Setter ist netter. Hier ist wieder so ein Politikerverein. Ich glaube, da kommen wir nicht lang. Ja, der Park sieht gut aus. Ich werde mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit. Jetzt werden wir uns vergnügen, meine Jungs. Zwitscher, zwitscher, meine Lieben. Und warum hast du das getan? Mit dem Getrampel hast du die armen kleinen Tierchen verscheucht. Was willst du, Hexe? Ohne die Vögel würde ich meinen Verstand verlieren. Dann hätte ich einen Vogel. Okay. Oh. Der Verlauf der Zeit täuscht. Die Tage unseres Lebens sind vergänglich. Und sie enden. Letzten Endes enden sie. Okay. Ich glaube, die brauchen alle mal mehr Fernseher und so, damit die mal klarkommen. Und wie geht es Ihnen?
Ich habe gehört, es geht bergauf. König sind die Leute. Oh, vielen Dank. Ja, das stimmt genau. Meine Anstrengungen wurden mit Fülle belohnt. Ach, wie schön. Da ist noch eine Lunchbox. Aha. Sie auch. Was, wie cool sind die, Alter? Ich sie auch. Hi, sie auch. Hi. Geht's denn so? Aufgeklatscht. Hey. Hey. Wer sonst soll die Stadt sauber halten, wenn nicht ich? Wer sonst soll die Bürger vor den Gefahren und... Ja, es ist ja ein bisschen in Bahn, wa? Kommen hier zwischen oder warum ist hier eine Lücke? Nö. Ja, keine Ahnung. Sollen wir wieder zum Auto? Oder wer will was von uns? Noch was machen? Ich hab Taschenlampe, cool. Ah, hier. Entschuldigen Sie. Ah, das sind die Bookers. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Warum waren Sie... Ja. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Ach, die haben das gesehen. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Also, es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Alan Wake. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Ja gut. Hallo. Die Bookers. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Das sind für die echten Schauspieler. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. So. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Hm. Ah ja. Zum Wohl der Kämmerer, ja. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh Saga!
Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Rose. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen... What the fuck? Was war das denn? Es geht jetzt cool. Kann man hier? Ein Mann, der von einem Kult ermordet wurde, ist extrem. Warum haben Sie der Polizei nichts gesagt? Haben wir! Diesen zwei dämlichen Deputies. Sie haben nicht auf uns gehört. Sie wollten Ed und mich wegen Mordes ins Gefängnis stecken. Bright Falls ist praktisch wie Alabama, nur mit größeren Bäumen. Das ist jetzt mein Fall und niemand wird Sie einsperren. Oha, Alabama. Falls Sie sonst noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Dabei. Verstanden. Danke, Saga. Ich weiß nicht, ob das immer noch schrecklich ist für Schwarze dort. Aber soll heftig da sein. Damals bereit? Auf jeden Fall. Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Moment. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, ja. Oder? Lass mal so. Ich hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Ich mache jetzt auch einen beiden Cut, weil ich würde langsam müde. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Aber schon ein cooles Spiel. Rose, fürs Erste. Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hätte ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Ah, das ist die Polizeiwache. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Ja, ja. Ich bin ganz... Also... Polizeiwachenkarte. Okay, da. Wollen die mich reinschicken? Agent? Guten Tag. Ich komme einfach mal rein. Hau dir einen rein. Wie Sie wissen, werden die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Was ist denn hier los? Okay. Sheriff Breaker möchte eine Kooperation. Und habe mich wohl im Wald verlaufen. Hätte ich doch nur einen Reiseführer. Hier gibt es Bären. Oh nein, ein Bär. Das ist so... Das ist auch noch so, so echt aufgenommen. Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow, Koskela Brothers Adventure... Vor allem, was für Lippen sind groß das? Erfahrungen zu leistbarem Preis. Ganz genau, ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazine der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben.
Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Oh wow, du denkst einfach an alles. Und wir bringen What sie the überall fuck? Hin. Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. Buchen Sie jetzt und erhalten Sie einen Rabatt von 9% auf Odeer Diner Thermosflaschen. Okay. Okay, ja, okay, okay, okay. Hier kann man nicht rein. Oh, doch. So, jetzt masturbier ich den einen Quatsch. Nein, ich würde sagen, jetzt ist aber Schluss jetzt hier für heute. Ne? Kann man hier speichern? Spielspeicher automatisch, okay. Warte mal. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen.